Viele Leute sind überrascht, wenn sie in Thailand ankommen und sehen, dass die meisten Thais selbst draußen an der frischen Luft und sogar auf dem Motorrad noch Maske tragen. Deshalb werde ich als jemand, der in Thailand schon lange lebt und fließend Thai spricht, oft gefragt, ob es jetzt doch noch eine Maskenpflicht gibt oder warum denn sonst so viele Leute in Thailand immer noch Maske tragen. Antworten dazu und mehr in diesem Video. Hallo miteinander, wie geht's euch? Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, ich bin der Georg Thai Thai und ihr seid auf MyThai24. Einen wunderschönen guten Abend aus Thailand. Wir kommen gleich zur Sache. Kurz zum Inhalt des Videos. Am Anfang sage ich euch gleich, wie es mit der Maskenpflicht in Thailand jetzt ausschaut. Dann sage ich euch 8 Gründe, warum die meisten Thais immer noch Maske tragen. Und am Ende sage ich euch, wie ich persönlich als jemand, der hier schon 17 Jahre lebt und meine Familie das mit der Maske hier handhaben. Okay, los geht's, kommen wir zur Sache. Seit 1. Juli gibt es in Thailand keine Pflicht mehr, in der Öffentlichkeit Maske zu tragen. Es wird aber empfohlen, an Plätzen mit vielen Leuten Maske zu tragen und vor allem auch in Innenräumen, erst recht, wenn viele Leute da sind und man keinen Abstand einhalten kann. Zur Info, vor 1. Juli war es Pflicht, selbst am Steuer des eigenen Fahrzeugs und alleine auf dem Motorrad Maske zu tragen. Trotz der gefallenen Maskenpflicht und obwohl im Oktober diesen Jahres auch noch Covid in Thailand offiziell von einer gefährlichen übertragbaren Krankheit auf eine übertragbare Krankheit unter Überwachung runtergestuft wurde, tragen aber bis heute in Thailand, vor allem auch in Bangkok und Umgebung, die meisten Leute in der Öffentlichkeit immer noch Maske. Auch draußen, auch auf dem Motorrad und nicht selten auch alleine im Auto. Ausnahmen, also wo das nicht so ausgeprägt ist, sind vor allem auch Touri-Orte, wo sehr viele Ausländer sind, von denen die meisten dazu tendieren, keine Maske zu tragen. An vielen Orten, wie zum Beispiel in Schulen und Kindergärten, auch bei kleinen Kindern im Alter von nur 3 bis 4 Jahren oder sogar weniger, gibt es leider meistens immer noch Maskenpflicht, was viele Europäer sicher kaum verstehen können und ich persönlich auch nicht. Ich finde es sogar sehr besorgniserregend, dass man kleine Kinder dazu zwingt, von morgens 8 Uhr bis nachmittags um 15 Uhr oder länger Maske zu tragen, selbst bei sportlichen Tätigkeiten draußen. Wenn man da an die potenziellen gesundheitlichen Folgen und auch an die psychischen Folgen für die Kinder denkt, dann können einem die Kinder nur noch leid tun, da sie diesem stundenlangen täglichen Maskenzwang ausgesetzt sind. Es ist schwer, rational und menschlich nachzuvollziehen, warum dies noch so gehandhabt wird in Thailand. Leider ist in Sachen Covid vieles nicht rational und sinnvoll gehandhabt worden. Es ist natürlich auch sinnfrei, alleine auf dem Motorrad oder alleine im Auto Maske zu tragen und auch sonst wo draußen, wenn in nächster Nähe niemand anderes ist. Besonders erstaunlich ist auch, dass es viele Leute hier gibt, die alleine auf dem Motorrad Maske tragen, aber keinen Helm. Das ist natürlich besonders clever. Aber nicht nur in Thailand hat das mit der Covid-Handhabung teilweise irrationale, unnötige und übertriebene Züge angenommen, sondern auch anderswo, beispielsweise auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern, wenn wir ehrlich sind. So, jetzt zu den 8 Gründen, warum die meisten Thais bis heute noch Maske tragen. Und danach sage ich euch, wie gesagt, wie ich es persönlich jetzt mit der Maske in Thailand handhabe. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bitte bis zum Schluss durchhalten. Also, los geht's mit den 8 Gründen, warum Thais heute noch Maske tragen. Erstens, Angst vor Covid. Es gibt noch verhältnismäßig viele Leute, die Angst vor Covid haben, weil sie es vielleicht noch nicht gehabt haben oder andere mit einem schweren Verlauf gesehen haben oder davon gehört haben. Ich denke aber, dass das eine Minderheit ist und dass die meisten Thais keine Angst mehr vor Covid selber haben. Viele fühlen sich ja auch geschützt durch ihre Impfung und die Omikron-Variante ist ja auch wesentlich weniger gefährlich als die vorherigen Varianten, da es viel weniger schwere Verläufe gibt. Zweitens, Angst, sich mit Covid anzustecken und andere damit zu infizieren. Viele Thailänder leben zu Hause zusammen mit ihren Eltern, mit den Großeltern oder anderen älteren Familienangehörigen und Verwandten. Es gibt also oft ältere, schwache und auch kranke Personen im Haushalt und für die schützen sich auch viele junge und Leute mittleren Alters mit einer Maske. Also damit sie nicht Covid mit nach Hause bringen und die Alten und Schwachen dort anstecken und die dadurch vielleicht schwer krank werden und einen schweren Verlauf erleiden. Drittens, gesellschaftlicher Zwang/Gruppenzwang und Rücksichtnahme.
Das sind meiner Einschätzung nach die wichtigsten Gründe, warum die meisten Thais immer noch Maske tragen. Man muss hierzu wissen, dass Thailand eine kollektive Gesellschaft hat und der Individualismus wie im Westen weniger ausgeprägt ist. Das heißt also, dass in Thailand die Gruppe wichtiger ist als der Einzelne. Meiner Einschätzung und Beobachtung nach würde ich sagen, dass ein Teil der Gesellschaft von Thailand noch Angst vor Covid hat, aus den bereits genannten Gründen, und dass dieser Teil Druck auf die anderen ausübt und die anderen dann aus Rücksichtnahme zu denen einfach auch noch Maske tragen. Ich habe es beispielsweise auch von den Erzieherinnen im Kindergarten von meinem Sohn gehört, dass einige Eltern Angst vor Covid haben und sich Sorgen machen und deshalb Druck auf den Kindergarten ausüben, dass die Kinder Maske tragen und die anderen sich aus Rücksicht denen beugen. Viele befürchten auch, dass wenn sie keine Maske tragen, andere über sie schlecht denken und sie als asozial gelten und andere womöglich sogar über sie herziehen. Man will einfach nicht negativ auffallen und trägt deshalb lieber Maske. Es gehört irgendwie auch zum guten Ton in Thailand, Maske zu tragen und damit Rücksicht gegenüber anderen zu zeigen und somit ein guter und artiger Mitbürger zu sein. Gerade in so einer kollektiven Gesellschaft ist es dann schwer, von so etwas wie dem Maskentragen wegzukommen. Gerade weil es ja sozusagen zum guten Ton gehört, eine zu tragen, weil man ja Rücksicht auf andere nimmt, was ja im Prinzip was Gutes ist. Wenige wagen sich, gegen diesen gesellschaftlichen Druck aufzulehnen und durch Nicht-Maskentragen aufzufallen. Viertens, Gewohnheit. Einfach aus Gewohnheit und aus Gedankenlosigkeit Maske auf. Einfach, weil man es die letzten bald 3 Jahre immer so gemacht hat. Fünftens, Erkältung und Krankheit. Viele Leute tragen in Thailand Maske, wenn sie erkältet sind oder beispielsweise einen grippalen Infekt haben, aus Rücksicht zu anderen, weil man die nicht anstecken will. Das haben im Übrigen auch schon viele Leute in Thailand vor Covid so gehandhabt. Sechstens, Luftverschmutzung. Gerade in Bangkok, aber auch sonst wo in Thailand, insbesondere auch während der Brandrodungsphase zwischen Ende Dezember und April, bei der die Luft in weiten Strecken Thailands massiv verschmutzt ist, tragen viele Leute auch deshalb Maske. Zum Thema massiver Luftverschmutzung und Smog in Thailand während der Brandrodungsphase habe ich auch ein detailliertes Video gemacht mit allem Wichtigen, was man hierzu wissen sollte. Jeder, der nach Thailand auswandern will oder während der Brandrodungsphase in Urlaub kommen möchte, sollte dieses Video in jedem Fall anschauen, um zu vermeiden, an Orte zu gehen, wo die Luftverschmutzung besonders schlimm ist. Ich hinterlasse einen Link dazu in der Beschreibung des Videos. Siebtens, Schönheits-OPs und andere Schönheitsbehandlungen in Thailand. In Thailand sind Schönheits-OPs sehr verbreitet, vor allem auch unter Frauen. Ein sehr großer Prozentsatz von Frauen haben beispielsweise sich ihre Nase vergrößern lassen. Ja, sie haben sie sich vergrößern lassen, weil sie meinen, dass ihre zu klein ist. Zudem unterziehen sich auch viele Frauen anderen Schönheitsbehandlungen und auch Hautbehandlungen. All das sind auch Anlässe und Gründe dafür, dass thailändische Damen zumindest zeitweise Maske tragen, also um beispielsweise ihr Gesicht noch nicht zu zeigen, weil es vielleicht nach der Schönheits-OP noch geschwollen ist, und zudem um die Haut nach einer Behandlung mit beispielsweise Laser vor der Sonne zu schützen. Achtens, weil sie nicht geschminkt sind, also etwas ganz Banales. Das hört man auch immer wieder, dass Frauen sagen, dass sie es eilig hatten und keine Zeit hatten, sich zu schminken oder einfach zu faul dazu waren und deshalb eine Maske aufziehen, also um nicht ihr ungeschminktes Gesicht zu zeigen. Man muss hier wissen, dass es in Thailand viel gängiger ist, sich zu schminken, wenn man raus aus dem Haus geht, also gängiger als beispielsweise in Deutschland. Es gibt nicht wenige Damen, die sich kaum getrauen, ungeschminkt einkaufen zu gehen, weil sie sich ungeschminkt nicht schön genug vorkommen bzw. sogar hässlich vorkommen. So, das waren die 8 Gründe, warum die meisten Thais heute noch Maske tragen. Was haltet ihr von den Gründen? Habt ihr noch andere Gründe, warum sie noch Maske tragen? Teilt es uns bitte in den Kommentaren mit. Vielen Dank. Und jetzt, wie versprochen, dazu, wie ich es persönlich mit der Maske jetzt in Thailand handhabe. Also draußen an der frischen Luft trage ich grundsätzlich keine Maske mehr. In Läden und in Kaufhäusern trage ich eigentlich normal seit Oktober, seit dem Covid nicht mehr als gefährliche ansteckende Krankheit in Thailand eingestuft wird, auch keine Maske mehr. Es sei denn, es ist ein eindeutiges Schild vor dem Laden, dass man Maske tragen soll. Des Öfteren gibt es solche Schilder bei Apotheken. Im Zweifelsfall frage ich einfach nach. Das habe ich vor allem auch Anfang Oktober oft so gemacht, als ich angefangen habe, nicht mehr Maske zu tragen in Innenräumen, als ich mir noch nicht so sicher war, ob es okay ist ohne Maske im Laden. Meist war es kein Problem. Meine Freundin handhabt es ähnlich wie ich und meinen Sohn lasse ich grundsätzlich nirgendwo eine Maske tragen. Ich hoffe sehr, dass sich das mit der Maske hier in Thailand bald normalisiert und vor allem, dass die Kinder und die Schüler nicht mehr dazu gezwungen werden, fast den ganzen Tag eine Maske zu tragen. Was sind eure
eure Erfahrungen und Meinungen zum Thema Maske in Thailand. Wie handhabt ihr es hier in Thailand? Teilt es uns bitte mit in den Kommentaren. Vielen Dank! Wenn ihr das Video informativ und interessant fandet, bitte gefällt mir klicken und das Video mit anderen Leuten teilen, für die es ebenfalls interessant sein könnte, weil sie beispielsweise bald nach Thailand kommen. Vielen Dank! Bald gibt es weitere interessante Videos über Thailand auf meinem Kanal MyThai24 mit Infos und Tipps für Leute, die nach Thailand auswandern wollen oder nach Thailand in Urlaub kommen wollen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bitte meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigungsglocke klicken. Vielen Dank! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!